Entschuldigt, Breta, aber ich muss weiter. Aber wenn du mir noch einen Gefallen tun willst, Brenno hier. Was denn für einen Gefallen? Nun ja, ich habe wunde Füße vor vielen Laufen und wollte eigentlich am Bärensee ein paar Einbeeren pflügen. Daraus kann man prima Einbeersaft machen. Klar, du hol ich die Einbeeren, Breto. Springt dabei für etwas für mich heraus. Aber natürlich, ich gebe dir 2 Dukaten, wenn du mir 10 Einbeeren bringst. Sie wachsen direkt am See unter den Bäumen und sind wirklich einfach zu erkennen. 2 Dukaten für... Ja... Die Bärensuche. Der Kiepenträger Bedo Bento hat mich um einen kleinen Gefallen gebeten. Ich werde sehen, ob ich die Zeit finde, dem nachzugehen. Aber eigentlich sollte ich schließlich habe ich es ihm versprochen. Sammle 10 Einbeeren. Ich habe versprochen, Bedo Bento 10 Einbeeren zu suchen. Sie sollen an einem See in der Gegend wachsen. Mal sehen, ob ich welche finde. Ja, dazu brauche ich jemanden, der Bären sammeln kann. Einen schönen Tag wünsche ich. Kann ich irgendwie behilflich sein? Ja, ich würde gerne einen Blick auf deine Kiepe werfen. So, dann verkaufen wir mal die Bärenfalle. Und auch das helle Pferdocker kann weg. Jetzt haben wir schon mal 4 Dukaten und die rostigen Nägel können weg und das Messer kann auch weg. Ja, das können wir jetzt alles noch zurückkaufen für denselben Preis. Ansonsten wird es nachher teurer. Aber ansonsten hat er gerade nichts. Ja, murmeln, um einen Gegner hinzuschmeißen. Er hat halt normale Kleidung und Pfeile und so. Okay. Schuld an allem sind doch die Ackerbolz mit ihrem Köter, der andauernd bellt. Bevor die gekommen sind, war es hier noch ruhig. Der schon wieder... Ihr glaubt wohl, einer alten Dame könntet ihr euren Ramsch aufschwatzen. Seht zu, dass ihr Land gewinnt. Also ja, wenn ich das Schwert gewinne, dann kann ich es auch benutzen. Nun sag schon, wo diese Bärenhöhle zu finden ist. Tut mir leid. Aber eine junge Dame alleine in den Dunkelwald zu schicken, kann ich mir nicht aufs Gewissen laden. Hast du keine Augen in deinem Holzkopf? Ich bin eine Amazonenkriegerin und kein hilfloses Mama-Blümchen. Jetzt hat's dir wohl vollends die Sprache verschlagen, wie? Na, was soll's? Bei Rondra. Ich finde den Bären auch ohne Schwachköpfe wie dich. Ja, eine Amazonenkriegerin, die rumflucht. Eine Amazonkriegerin sollte Naturkunde können, also Bären suchen können. Oh, ein Einbeersaft und Silbertaler. Also ja, auch wenn es keinen so großen Sinn macht, dass wir hier alles zerdeppern. Tun wir mal Materialien und so. Waffenbalsam ist eigentlich auch nicht schlecht. Erhöht für 10 Schläge nämlich den Schaden. Also ja, eigentlich macht es wenig Sinn, dass wir hier einfach rumlaufen und Sachen zerdeppern, aber... Pfeile und Heler, das ist auch gut. Ja, so kann ich die Waffe nehmen und wegstecken, theoretisch. Das ist auch etwas, was es, glaube ich, im zweiten Teil dann gibt, dass man die Waffen wegstecken kann erst. So, dann reden wir erstmal mit dem Holzfäller hier. Ja. Was hier?
Ja, Menschenkenntnis. Ist das nicht anstrengend, den ganzen Tag Holz zu hacken? Du musst Muskeln wie ein Bär haben. Klar habe ich die. Ich bin schließlich vom Fach. Braucht ihr was von dem guten Umholz? Lass sich feine Dinge draus schließen. Ein bisschen Geschick gehört natürlich dazu. Klar nehme ich das Holz. Danke euch. So, jetzt haben wir Ulmholz gekriegt. Jo. Wollt ihr was? Holz? Gosch oder was? Ja, zeigt mal, was ihr habt. Also, 10 Ulmholz kosten eine Dukate 3, also kostet ein Ulmholz, ein Silber, 3 Hehler. Was wir im Augenblick nicht so wirklich brauchen. Oh, hier wächst Gullmond. Hier steht eine Kiste, die wir zerhauen können. Da ist sogar Gullmond drin. Nein, ich kann euch nicht helfen. Dann hättet ihr eben besser auf euren Meister achten sollen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ihr wisst offenbar nicht, wer seine Spektabilität Rakorium Montagonus ist. Sonst würdet ihr es nicht wagen, solche Worte über eure Lippen kommen zu lassen. Wendet euch an jemand anderen. Ich habe meine Befehle. Nottel, lass nur. Dieser sture Hauklotz kann doch die Brisanz dieser Angelegenheit gar nicht verstehen. Da hilft auch kein Tobenjunge. Ich hoffe jedenfalls für euch, dass ihr euren Meister findet, bevor es die Räuber tun. Ja, da wächst noch mehr Gullmond. Also wir haben gerade gehört, die beiden Jungs, da suchen wohl ihren Meister, den wir auch suchen zufällig. Stehen sie noch auf der Brücke? Ja, da stehen sie noch. Also da können wir sie jetzt gerade mal stehen lassen. Obwohl, nee, reden wir erst mit ihnen. Bevor wir dann die Fässer da hinten zerschlagen. Verzeiht, habt ihr womöglich unseren Meister Rakorium gesehen? Er ist ein Zauberer mit Spitzhut und grüner Robe. Wir vermissen ihn seit gestern. Nein, jetzt bin ich über den Weg gelaufen. Der Same sagt mir auch nichts. Meint ihr nicht, dass ein Magier gut auf sich selbst aufpassen kann? Fragen wir mal das. Und ja, der Meister hat schon viele Götterläufe gesehen. Zeit seines Lebens haben ihm die exischen Verschwörer sehr zu schaffen gemacht. Besonders bei seiner letzten Reise. Er ist häufig etwas durcheinander, deswegen passen wir ja auf ihn auf. Und wo war die, als der Alte verschwand? Wisst ihr, wir waren gerade dabei, die lokalen Gebräuche in der Taverne zu studieren und wandten unsere Aufmerksamkeit in Geschmacksnuancen des Herrn Hellen Ferdocker zu. Und auf einmal war er fort. Meister Rakorium, meine ich. Helles Ferdocker? Helles Ferdocker, Gassenboy natürlich. Ein großartiges Bier der hiesigen Baukunst, nicht wahr, Nottel? Welch lohnendes Studienobjekt. Den Nachgeschmack konnten wir allerdings noch nicht einordnen. Schon geht's gut. Wisst ihr, wohin Rakorium gegangen ist? Der Wirt meinte, Meister Rakorium hätte etwas von dem vom Kräutersuchen gesagt und sah ihn in Richtung zum Dunkelwald gehen. Er ist gegangen, ohne uns Bescheid zu geben. Wir haben nur kurz nicht hingesehen, da war er auch schon verschwunden. Verstehe schon. Ein flüssiges Studienobjekt hat euch kurz abgelenkt. Also gut, ich sehe, was ich machen kann. Vielen Dank und möge Hesinde euch gewogen sein. Und bitte, wenn ihr ihn findet, erwähnt bitte keine Echsen, Schlangen, Drachen oder anderen Geschuppen. Da regt er sich nur wieder auf. Wir werden hier auf euch warten und vielleicht kommen wir ja währenddessen hinter das Geheimnis des rauchigen Nachgeschmacks. Gut. Tagebuch. Einladung eines alten Freundes. Gewinne Rakorium als Fürsprecher. Ein Zaugekundiger namens Rakorium ist im Dunkelwald verschollen. Wenn er in Schwierigkeiten steckt, könnte meine Hilfe mir seine Fürsprache sichern. Ja, das ist der Magier, von dem der Feldwebel geredet hat. Nicht Feldwebel. Der Soldat am Anfang. Ja, der verschwundene Zauberer. Wie mir zu Ohren gekommen ist, ist der berühmte Zauberer Corium im Dunkelwald verschollen. Seine beiden Magier-Noviten haben, als sie sich Mut antrinken wollten, wohl zu tief ins Fass geschaut und sehen sich nur nicht imstande, selbst nach ihrem Meister zu suchen. Finde den Zauberer Corium. Ich habe den beiden Zauberern Novizen Rufus und Nottel mein Wort gegeben, ihren Meister Corium zu suchen. Einem Anschein nach ist er von einer Exkursion in den Dunkelwald nicht zurückgekehrt. Mhm.
Ja, alter Zollturm, Abesweg. Also ja, hoffentlich. Oh, und hier sind wir auch hinter dem Jahrmarkt, wo auch ein Fass rumsteht. Also sagen wir mal so, landschaftlich sieht das Spiel noch für sein Alter, ist es von 2008, recht schön aus. Ah, Gulmon-Tee. Gulmon-Tee ist gut gegen Gifte. Und ja, ich sag alles ein. Alles, was wir beim Kiepenkrämer verkaufen können. Oh, da sind sogar drei Einbeeren schon mal. Alles, was wir verkaufen können, das hilft uns. Und ja, also meine Begründung, warum ich Schwerter lernen will, ist, wenn ich das Schwert von den beiden gewonnen habe. Hier komme ich nicht hoch. Aber hier komme ich in den Hinterhof, wo noch mehr Fässer waren. Und Hühner. Hallo, Chicken und Schweinchen. Ja, man muss auch sagen, belebt ist die Welt hier schon ein bisschen. Also auch was Tiere und so angeht. Wuff. Ich habe leider nichts für dich. Na, Wolfis Versteck. Also hier könnte auch noch was sein später. Aber jetzt erstmal hier hoch zum Wirt, der leider immer noch mit der Amazone verstreitet. Reisende Sackel, ihr wisst wohl nicht, wo ihr das Paket verloren haben könntet. Gallo Frantrich, nein, ich hoffe bald jemand zu finden, der für mich danach sucht. Ich selbst bin dazu einfach nicht mehr imstande nach der langen Reise. Also gut. Seit einiger Zeit nehmen die Raubüberfälle im Kosch zu. Ja, das kennen wir. Ach, wisst ihr, es fault doch seit Jahren im Reich. Unter dem guten Kaiser Halboron, der seiner Seele gnädig, war der Kosch noch ein friedlicher Fleck. Und ja, Boron ist der Todesgott. Ja, es schmeckt tatsächlich hervorragend. Ich denke, wenn diese Blockade noch länger anhält, werden einige Reisende bald sehr schwere Beine haben. Seid gegrüßt, Freunde. Seid gegrüßt. Ihr kommt mir wie gerufen. Kommt und trinkt einen Humpen Bier mit dem armen Gallo. Ihr könntet mir einen Dienst erweisen. Woran habt ihr denn gedacht? Ich bin reisender Händler und habe irgendwo auf dem Weg vom Pferdung ein kleines Päckchen verloren. Es wiegt nicht mehr als ein paar Hühnereier. Ich gebe euch 4 glitzernde Silbertaler, wenn ihr es für mich wiederfindet. Was ist denn in dem Päckchen? Nun, es handelt sich um etwas Pfeifenkraut. Ihr zahlt für Tabak 4 Silbertaler. Es ist meine Lieblingssorte, und die ich keinen Genuss mehr auf Aventurien erfinden werde. Sinoda Goldblatt. Also der lausige Warunka Knast schmeckt dagegen, als würde man Kienspäne kauen. Ich glaube euch nicht, Gallo. Was ist wirklich in dem Päckchen? Ordnung, man kann euch nichts vormachen. Ich handle mit Delikatessen, und in dem Päckchen sind ein paar kandierte Koschamanzungen. Das Schmuckstück meines Warensortiments. Euer Wort im Prios Ohr. Gallo, ich habe den Eindruck, ihr wolltet mich übervorteilen. In Zukunft werde ich eure Worte auf die Goldwaage legen. Bitte zeigt euch nicht abgeneigt. Ich brauche das Päckchen. Einverstanden, ich hole das Päckchen für 4 Silbertaler. Hand drauf, ihr trefft mich hier in der Taverne, wenn ihr es habt. Und ja, der Reisende hat nichts zu sagen. Gut. Klappen wir das alles mal ein. Eine schmackhafte Delikatesse. Findet die Koschamazung. Ich soll für den Händler Gallo Frantrich ein Päckchen finden, das ihm abhanden gekommen ist. Allerdings habe ich kein gutes Gefühl, was seine Person betrifft. Er scheint mir nicht gerade ehrlich zu sein. Und ja, das hier ist übrigens die Weltkarte. Wir sind in Avenstreu. Und man sieht, es geht nach oben und unten.
Im Fürstentum Kosch übrigens. Ja. Noch eine Sache, so, die ich gleich mal vorwegnehmen kann, die an Drakensang 1 ein bisschen seltsam ist, im Gegensatz zum Zweier. Die Gebiete sind abgeschlossen. Also abgesehen von Ferdok als Hauptstadt des Spiels, sobald wir ein Gebiet, die Hauptquest eines Gebietes beendet haben und das Gebiet verlassen, können wir da nicht mehr hin zurück. Das heißt, alle Quests sollten wir vorher abschließen. Erstens das. Und zweitens sollten wir wirklich gucken, dass wir alles von dort mitgenommen haben. Händler, Truhen, Kisten, alles, was wir brauchen. So, der Wirt.